einem neuen Video. Es ist morgens um 9 und wir sind gerade auf dem Weg in Urlaub. Und zwar fahren wir nach Mecklenburg-Vorpommern an die Ostsee. Ich bin gerade eben schon die ganze Zeit gefahren und ich bin noch ein bisschen müde. Bin ein bisschen aus dem Bett geschmissen worden, weil ich irgendwie nicht aufgewacht bin. Und dann habe ich mich so in so 10 Minuten fertig gemacht. Aber naja. Und jetzt, glaube ich, wollen wir erstmal frühstücken. Wir waren da noch früh genug. Ja, zwei waren vor mir. Nini war da und noch ein anderer. Hi. Wir sind am Strand. Ja. Noch nicht so ganz, aber so halb. Wir sind um 12 sind wir angekommen. Ja. Und anderthalb ist jetzt eben geschlafen. Bis um 4, ja? Ja, sag ich. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Schlaf nachzuholen. Ein bisschen, aber wie lange seid ihr gefahren? Hm? Oh, keine Ahnung. Bitte wieder weg. Mama, wie lange sind wir gefahren? Wie meinst du, sind wir 4,5 Stunden? So lange? Ja. 4,5 Stunden? Ja, mit Pause, ne? Ja, also bist du 4 Stunden gefahren. Wir waren. Ja. Du bist dann wohl. 3 Minuten nach 7 sind wir von Hof gefahren. Und wir sind 5:30. Aber nicht zu Hause, sondern beim Bäcker. Ja. Wir haben eine Stunde länger gebraucht. Ja, ich doch lieber dahin. Ach, Papa, denn. Da machen wir Urlaub. In Heiligendamm? Ja, na, was geht? Was geht? Alter, guck dir den Stein an. Der ist fast so groß wie ihn da, ja. Wie was? Wie, weiß ich nicht. Wie. Ich hoffe, ich werde mal ein bisschen braun. Heiligendamm. Und es ist absolut schön hier. Also wir sind gerade beim Grand Hotel vorbeigelaufen und laufen jetzt auf dieser, was ist das hier überhaupt? Steg. Keine Ahnung, irgend so ein langes Teil. Steg kommt hin, glaube ich. Und Alter, das Wasser ist einfach so schön. So, so schön. Warte. Guck mal in die Richtung. Mach ich gleich noch. Gleich mal nach links von mir. Hier ist absolut noch viel schöner gefühlt. Ja, da hinten noch mit dem Wald und so. Ja. Guck mal, da hinten das Haus, was da so alleine steht. Und dann da hinten ist die Luftbahn. Ja, das ist auch nochmal hinten. Das Grand Hotel und sonst hier halt der Rest der Promenade. Und da hinten ist noch eine Eisdiele, da wollen wir nachher noch hin. Oh, die ist so voll, die sind Eis essen. Ja, und da kommen ja noch 3 mehr. Oh Gott. Ono und ich sind jetzt ganz kurz wieder hier in der Wohnung, beziehungsweise im Haus. Ich kann euch das vielleicht nachher auch nochmal irgendwie zeigen oder so. Aber wir wollen jetzt an den Strand und ich habe richtig Bock. Ja. Oh mein Gott. Und es ist ja ein neues Taylor Swift Album rausgekommen. Ich sag euch, ich bin ready. Ready bin ich da, aber jetzt muss ich erstmal mein Bikini anziehen und mir ist gerade aufgefallen, dass da unten ist. Geil. Sehe ich mich gar nicht. Was geht? Was geht? Bei uns geht Strand. Du machst gerade voll die Markenerkennung. Dreh's halt um. Warte, soll ich noch mehr? Ja, wir sitzen hier gerade am Strand. Ja. Liegen. Hier sitzen wir. Ja. Muss man gleich die Wellen filmen. Ja, stimmt. Aber ist so geil. Ich hoffe, ich werde mal ein bisschen braun. Ha. Guck mal, er wandert jetzt. Guck mal hier. Also, ne, wenn man von der Nordsee kommt und an die Ostsee geht, ne, dann denkt man sich ja eigentlich immer, man müsste patriotisch sein, aber die Ostsee ist halt schon geiler. Das Ding ist, hier ist kein... Erstens, hier ist überall Sandstrand. Und gefühlt ist das Wetter besser, oder? Und es ist immer Wasser da.
Also lass mal alle an die Ostsee ziehen, Leute. Wo sind wir gerade? In Nienhagen sind wir heute. Ja. Warten auf unsere Eltern, da kommen sie schon. Wir sind gerade durch den Wald gefahren. Spätzerwald. Ja, und jetzt fahren wir nach Warnemünde. Fun Times. Wollen wir weiter oder? Was ist der Plan? Ich wäre dafür. Was schaffen. Ja. Soll ich mal filmen da? Das ist hier. Wir sind direkt am Strand. Hier sieht man das gerade so ein bisschen. Wasser. Essen ist da. Na Ole, was hast du Schönes? Fischauflauf. Ich habe den vegetarischen Auflauf, Papa, eine absolut riesige Scholle. Oh, eine Lüde. Das ist ja süß. Sieht auch gut aus. Das ist wirklich nicht viel. Na Ole, wie fandest du Warnemünde? Voll. Voll, ja. Es ist ein bisschen krass. Hier sind viele, viele Leute. Ich habe auch heute irgendwie nicht so viel gefilmt. Nö, irgendwie nicht. Nee, ne? Heute Morgen einmal, glaube ich, oder? Doch, ja, in als wir Eis essen waren. Was war da? Eis essen, stimmt, das kann sein. Das Eis habe ich gar nicht gefilmt. Nee, das Eis hast du nicht gefilmt. Naja, auf jeden Fall sind hier irgendwie echt absolut viele Leute und mit Abstand irgendwie auch nicht ganz so. Nee. Naja. Also, kann ich nicht so empfehlen, um ehrlich zu sein. Bleib lieber zu Hause. Wir sind jetzt auch nur einmal ganz kurz am Strand so halb hin, um zu gucken, was da los ist. Und da war halt absolut viel los, deswegen sind wir wieder zurückgelaufen. Ja, und jetzt fahren wir auch, glaube ich, gleich den einsatzenden Weg nach Hause, den man finden kann, weil das ist doch ein bisschen doll. Ja, sind wir doch den einsatzenden Weg hierher gefahren. Ja, und den fahren wir jetzt ja auch wieder zurück. Ja. Ja, aber wir stehen hier gerade an diesem Wasserturm, Leuchtturm. Was ist das mit Turm, Papa? Leuchtturm. Da sieht man ihn so ein bisschen. Und hier sieht man einmal so diese Promenade oder was es da ist. Und ja, da ist halt der Strand. Man sieht jetzt gar nicht so aus, als wären da so absolut viele Leute. Wir wollen los. Und er meint, dein Handy muss in meinen Muschibeutel. Ja, ich tue. Ich bin fertig. Nimmst du mich jetzt gerade? Ja. Er ist kein Parteimitglied mehr. Das Schiedsgericht bestätigt, was der Bundesvorstand Mitte Mai beschlossen hat. Er, der in der Partei gut vernetzte Strittenzieher. Wie spät ist es, Ole? 23.23 Uhr, haben Sie gerade gesagt. Oh, es ist 23.23 Uhr. Jetzt macht sie hier noch YouTube-Videos. Warte, wollt ihr ein anderes YouTube-Video sein? Dann müsst ihr jetzt alle schreien. Ich schneide das raus, glaube ich. Nein. Hallo sagen? Ja. Wann? Jetzt. Hallo. Ja, hallo. 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 Ich hätte mal mein Buch mit hochnehmen sollen, hätte ich noch lesen können. Ja, guck, guck. Hä? Sie sagt auch her. Hä? 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 Ja, guck, sie ist überfordert. Hä? Sie versteht das nur nicht, weil es Norddeutsch ist. Guten Morgen, heute nochmal komplett in meinem Urlaubslook. Also, heute ist das Wetter irgendwie nicht so schön. Es ist jetzt ungefähr 11, glaube ich. Und wir haben eben gerade noch gefrühstückt mega lange. Und mein Papa und ich sind eben gerade nochmal so die Route durchgegangen, die ich fahren muss, halt, wenn ich zurückfahre. Ja, ich hoffe mal, ich finde das. Ich habe mir auch mal angeguckt, wo hier der Bahnhof ist, weil Fun Fact, ich freue mich richtig, Laura kommt nämlich heute. Beziehungsweise sie ist schon auf dem Weg. Sie müsste irgendwann bald ankommen. Das heißt irgendwann bald, ich weiß, wann sie ankommt. Um 2:30 nämlich. Und deswegen bin ich gerade noch dabei, unser Zimmer hier ein bisschen vorzubereiten. Also ich liege gerade schon auf Lauras Bett so halb, also mit dem Kopf. Und es ist eigentlich nicht so ein richtiges Bett, aber es ist halt nur so ein Bettgestell und da ist so eine Matratze drauf. Weil die Decken hier sind halt nicht so, ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Also, die sind halt sehr schräge hier, wie man sieht. Was aber nicht so schlimm ist, weil ich halt sowieso nicht so groß bin. Laura schon ein bisschen größer, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ja, sonst weiß ich auch nicht. Ich freue mich irgendwie richtig, dass Laura kommt.
Und dann fahren wir einfach übermorgen schon zurück. Das ist richtig krass, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ja. Ich weiß auch noch nicht, ob wir heute noch irgendwas Cooles machen. Ich hoffe mal ja. Aber das Wetter ist halt nicht so. Deswegen ist es ein bisschen so, was könnte man machen hier? Weil ich glaube, so viel gibt es hier jetzt irgendwie auch nicht. Also wir können natürlich höchstens nach Rostock fahren und gucken, ob es da irgendwelche coolen Sachen zu machen gibt. Aber ich kenne mich hier halt auch nicht so aus. Also falls jemand aus der Gegend kommt, lasst mal Tipps da, was man so machen kann. Dann bin ich zwar schon wieder zu Hause, aber ich komme bestimmt nochmal wieder her. Ich habe auch irgendwie habe ich heute voll Lust, mein Kleid anzuziehen. Aber ich weiß nicht, ob das so die beste Idee ist bei dem Wetter. Mal gucken. Ach, und ich wollte noch ganz kurz was einwerfen. Habt ihr eigentlich schon alle das neue Taylor Swift Album gehört? Ich bin so in love. Wann ist es rausgekommen? Vor ein paar Tagen ist es rausgekommen. Ich bin absolut verliebt. Das ist absolut gut. Absolut gut. Na, ich finde es halt irgendwie so komplett anders von allem, was... Also es ist halt irgendwie so gefühlt komplett anders als alles, was sie je so gemacht hat. Nein, nicht komplett anders, aber es ist halt schon irgendwie mal was Neues. Finde ich irgendwie ganz cool. Und ich habe übrigens die Jacke von meinem Bruder an, falls sich irgendjemand wundert, was ich hier trage. Ist jetzt eins und ich fahre gleich los, um Laura abzuholen. Ich bin noch ganz gespannt, ob ich den Weg zum Bahnhof finde, aber das wird schon werden. Ich bin nur gerade nach oben, weil ich mein Portemonnaie noch holen wollte. Und ich kann euch nochmal das Zimmer zeigen, wie es jetzt aussieht. Ja, also hier steht halt so mein Bett noch und da drüben habe ich jetzt mal Lauras Bett hingestellt. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie wir das machen. Vielleicht stellt es irgendwie auch noch hier hin oder so. Mal gucken, weil es halt ein bisschen doof wird, der Schräge da. Und da liegt noch mein Aufladekabel von der Apple Watch. Das muss ich noch wegräumen. Aber sonst ist alles ready. Ich will noch einmal ganz kurz das Eis filmen. Dann wolltest du Hallo sagen. Hallo. Ich habe nicht so wirklich viel gefilmt, aber egal. Und jetzt sind wir eben gerade nochmal zum Strand gelaufen und haben festgestellt, dass das Wasser voll warm ist. Und jetzt gehen wir einfach ins Wasser, so ins Meer. Ins Meer, nicht ins Meer. Das wird gut, Laura. Weißt du nicht schon? Aber es sieht richtig schön aus. Voll schön. Richtig süß. Wir haben jetzt zwar nichts mit, aber egal. Was hältst du von unserem Ausflug? Sehr gut. Highlight meines Jahres. Super. Es war aber eigentlich echt noch voll warm, fand ich, oder? Ja. Also es war sehr gut. Kann man nur empfehlen. Jetzt laufen wir gerade wieder zurück. Vielleicht frieren wir ein bisschen. Aber ich finde, das geht noch. Ich sehe auch richtig aus wie so ein Assi-Penner hier. Egal. Passt schon. Ne, welcher Tag ist heute? Dienstag. Dienstag! Das Licht kommt von der falschen Seite. Laura und ich haben jetzt gerade alle unsere Sachen zusammengepackt und fahren dann gleich los. Ich kann euch mal zeigen, wie das hier aussieht. Da sitzt Laura auf gepackten Koffern. Liegen die Matratzen. Und hier war mein Schlafgemach. Und hier sieht man nochmal die wunderschöne Aussicht auf den Campingplatz. Und ich finde diesen Clown irgendwie ein bisschen... Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll, Laura. Wie findest du ihn? Den Clown hier. Irgendwie ist er süß und irgendwie auch, weiß ich nicht. Naja, ich glaube, wir fahren dann mal. Roadtrip Time. Nein, ich werde das nicht an die Kamera.